echt verrückt, wie viel Geld ich mit meinen alten Sachen verdient habe. Was hätten Sie ohne die Flohmarkt-TV-Crew gemacht? Ich denke, ich hätte den ganzen Krempel einfach verschenkt oder weggeworfen. Tja, zum Glück konnten wir Ihnen helfen, mit alten Dingen ein Vermögen zu machen. Und Sie können das auch, liebe Zuschauer. Ich kann das auch! Was kannst du auch? Meine alten Sachen auf dem Trödelmarkt verkaufen, um damit Geld zu verdienen, um neue coole Sachen zu kaufen. Ich wollte schon immer mal mein eigenes Jetpack haben. Oh. Wusstest du, dass über 80% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre Sachen verschenken und fast 50% sie sogar wegwerfen? Das sind doch alles Idioten! Die könnten alle Jetpacks haben! Also ich glaube kaum, dass die alle Jetpacks haben können, denn die sind ziemlich teuer. Mit dem Verkauf normaler gebrauchter Gegenstände kann man sowas wohl kaum finanzieren. Die Wette halte ich! Die besten Dinge zu absoluten Schleuderpreisen! Kommt her, Leute, seid nicht so schüchtern! Hi. Hey, was willst du denn für die Harry Potter DVD-Box? Keine Ahnung. Wie wär's mit 3,50? Ich kauf. Astrein. Hallo. Döner von Alis Dönerblitz. Ich weiß, wer dich heute Abend vernascht. Tag, Dan. Oh, hey, Lars. Und dein Jetpack schon zusammen? Nee, leider nicht. Du hattest recht. Es ist gar nicht so einfach, ein Jetpack zu verdienen. Aber dafür kann ich mir jetzt schon 17 Döner leisten. Oh, und wusstest du, dass ein Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen den größten Teil ihres Geldes für Auswärtsessen ausgibt? Wow, diese Dokumentation hast du echt angetan, ha? Ja, die ist viel besser als diese blöde DVD-Box mit dem Jungen, der zaubern kann. Ich bin froh, dass ich die losgeworden bin. Meinst du die Harry Potter DVD-Box? Ja, genau die. Dan, die war mir. Du kannst doch nicht einfach meine Sachen verticken. Aber ich habe nicht so viele Sachen, die ich verkaufen kann. Oh, das sieht aber gut aus. Für wie viel hast du sie verkauft? Wie viel wollen Sie dafür haben? 3,50? Ich biete Ihnen 2. 3,50 €? Gekauft. Was? Das ist mein Comic, das verkaufe ich nicht. Das haben Sie aber mir gerade höchstpersönlich verkauft. Hab ich nicht. Doch, haben Sie. Außerdem haben Sie den Preis nach oben verhandelt. Ich habe das Angebot wahrgenommen, Ihnen das Geld in die Hand gedrückt. Der Kaufvertrag ist zustande gekommen. Ja, er hat recht, Lars. Der Kaufvertrag ist gültig. Dan, das ist ein seltenes Sammlerstück. Ich verkaufe doch nicht meine seltenen Comics. Wo ist er überhaupt jetzt? Lars? Ja? Könnte ich bitte mein Geld haben? Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns wissen in Form von einem Daumen hoch. Ja, und vielen Dank an die Wirtschaftswerkstatt, denn die haben uns bei dem Projekt hier unterstützt. Und wenn ihr noch mehr Informationen zum Thema Verkaufen haben wollt, dann checkt unbedingt die Homepage der Wirtschaftswerkstatt. Die ist verlinkt in der Infobox und hier in der Endcard. Wollt ihr noch mehr Lars und Dan Show? Dann schreibt es in die Kommentare. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, hier, dein hart verdientes Geld. Ich gehe ihn jetzt suchen. Okay. 18 Döner von Alis Dönerblitz. Oh.